Mahlzeit, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich habe euch zwar versprochen, wir würden in diesem Teil wieder Quests machen und das werden wir vielleicht auch noch, aber jetzt erstmal. Was war das? Jetzt erstmal habe ich gesehen, dass wir wieder im Bereich einer Metallblume sind. Und das ist jetzt erstmal das Erste, was wir uns wieder anschauen werden. Die soll hier irgendwo sein. Okay. Die letzte war ja in dieser Ruine, beziehungsweise in diesem Bunker. Und die soll jetzt hier irgendwo sein. Ja, gut, vorbei. Es ist natürlich wieder ein Radius. Also die muss jetzt nicht unbedingt genau hier sein. Die kann jetzt hier überall liegen. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt ein bisschen umschauen. Na gut. Gucken wir mal. Bislang sehe ich nichts. Bin ich auch schon raus aus dem Radius. Du gehörst erstmal mir. So, hier ist das Becken-Nord-Tor. Soweit müssen wir jetzt aber eigentlich auch nicht. Das müsste ja hier eigentlich irgendwo sein. Also hier bin ich auch schon wieder raus aus dem Radius. Das muss irgendwo hier unten sein. Okay, hier bin ich schon wieder meilenweit weg. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Komme ich denn hier jetzt wieder heile runter? Oh. Hier anscheinend. Nein! Ah. Dumme Nuss! Okay, jetzt sind wir erstmal meilenweit wieder weg. Thank you.
So, Fuchshaut. Okay, und hier sind wir auch wieder drin, aber hier war ich auch schon. Hier war ich gerade. Das muss auf dieser Flussseite sein. Ich habe aber wirklich gar nichts hier, was irgendwie... Eine Ratte hatte ich bislang auch noch nicht. Tierschädel-Talisman, na super. Und ein Anfang. Hier bin ich auch schon wieder meilenweit raus aus dem Radius. Also so groß ist der Radius gar nicht. Das muss ja irgendwie, muss es jetzt zu finden sein. Kann ja nicht angehen hier. Wow, jetzt wird's aber kalt hier. Was soll das denn sein? Okay, ich glaube, bevor ich jetzt hier... Der Regen ist viel zu laut, als dass man etwas hören könnte. Was? Ich sollte lieber die Augen offen halten. Bevor ich jetzt hier eure Zeit verschwende mit dieser Suche nach dieser dämlichen Blume, würde ich sagen, ich pausiere das Video jetzt erstmal so lange, bis ich irgendwas gefunden habe hier. Aber hier ist auch keine Höhle drunter diesmal, wo es irgendwie... sein könnte. Eigentlich nicht. So, ich habe sie gefunden. Also, da seht ihr es, Metallblume. Sie ist tatsächlich hier, wo ich gerade war. Ich bin ja gerade hier oben diese Klippen lang gerannt. Hier direkt neben dem Becken-Nord-Tor. Und da unten liegt sie. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da irgendwie heile runterkommen. Und heile runter ist immer so eine Sache, ne? Na, geht. So, da haben wir sie. Also, hier an dieser Stelle. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter im Takt. Es läuft gerade super. Und wir gucken mal, was die Quest so sagt. Wir hatten ja eine Quest Zuflucht, da müssen wir zu Den zurück. Die brauchen wir quasi nur noch abgeben. Das ist hier ganz oben. Nein, keine Ahnung. Wo ist es denn? Hä? Wo muss ich denn hin? Aufträge, Zuflucht. Da. So, dann können wir nämlich hier zum Lagerfeuer theoretisch schnell reisen. Praktisch, aus irgendeinem Grund können wir es nicht machen. Warum nicht? Das ist schon ein gutes Stück, also ich würde jetzt schon gerne schnell reisen. Ah, jetzt geht's auch. Okay.
So, dann haben wir eine Quest nämlich schon mal wieder weniger. Und dann gucken wir mal, was das Questmenü gleich noch so sagt. So, wie durch Zauberhand sind wir angekommen in diesem Lager. Die Zwillinge meiner Schwester bekommen Zähne. Neugierde ist für Träume. Ich habe seit und wo war jetzt dieser Dan? Verderbnis ist überall. Urmutter das mutterlose Mädchen, sie ist zurück. Bist du Dan? Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stamme. Ah, oh, diese Questmarker, die verwirren mich, ehrlich. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Aber ich habe daraus gelernt. So, bitteschön. Gern geschehen. Eine bemerkenswerte Belohnungskiste haben wir bekommen. Die wollen wir uns doch gerade mal angucken. Ich habe schon wieder so viele Schatzkisten. Okay. So, alles klar. Was sagt denn unser Journal? Diese verdorbenen Zonen mache ich, glaube ich, jetzt erstmal weiter. Das ist auch die Hauptquest, okay. Ja, das ist Nebenquest. Ist das ärgerlich, dass ich da nicht weiterkomme. Kristallgeflecht. Da gucke ich erstmal nach. Da gucke ich erstmal nach. Wo kriege ich dieses Kristallgeflecht? Vielleicht, ach du Scheiße. Donnerkiefer-Areal. Okay, nee, ich glaube, das ist noch zu hoch für mich. Nee, ich glaube, das lasse ich erstmal stecken. Das ist anscheinend ein Rare-Drop von einem Donnerkiefer. Ich weiß nicht, was so die so für Level haben, aber da hinten alles noch vom Fog of War bedeckt ist, werde ich mir das jetzt erstmal nicht geben. So, ich spare, glaube ich, meine Punkte erstmal noch so ein bisschen. Das hier werde ich schlecht Fallen entschärfen. Na gut, okay. Also, was haben wir denn noch so hier? Lager, Langhälse, ist klar. Jagdgebiete. Ach, hier diese Brutstätte. Richtig, die Brutstätte wollte ich machen. Okay. Gut. Das machen wir. Verschwenden wir da eine Schnellreise für? Ja. So, alles klar. Dann wollen wir mal in diese Richtung marschieren. Du bist wirklich aufmerksam. Ja, ich dachte, er wäre schon tot. Okay. So, jetzt aber.
Brutstätte Sigma. Nicht identifiziertes Signal. Das könnte wieder so ein Langhals sein. Könnte aber auch mit dieser Brutstätte zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier auf uns zukommen wird. Ach du Scheiße, das ist wirklich irgendwie so eine Tür im Berg, so wie diese komische Urmutter. Ah, okay. Ich glaube, das wird richtig heftig werden. Ja, das ist definitiv, hängt das mit dieser Brutstättengeschichte zusammen. Na gut. Kleine Überraschung. Jawohl, ja. Na toll. Warum hat die Falle jetzt nicht funktioniert? Ah, besser. Nicht schon wieder. Zack. Es muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingehen. Irgendwo. Ich denke mal, die Haupttür wird verschlossen sein. Aber man weiß es nicht. Vielleicht kann man ja auch anklopfen. Was für eine Tür. Aber ah, ich kann sie überbrücken. Okay. Das ist ja cool. In your face, Brutstätte. Dann wollen wir mal einen absäulen. Das ist so ein bisschen Half-Life 2 Zitadellen-mäßig jetzt hier. Erkunde die Brutstätte. Das ist natürlich jetzt mal völliges Neuland hier. Nicht schlecht. Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Das kann mir Deckung geben, wenn nötig. Okay. Du gehörst jetzt mir.
Diese Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Nehmen wir erstmal die ganze Brutstätte auseinander hier. Deine Arbeit hier ist erledigt. Zack. So, gib mir meinen Stein wieder. Ganz wichtig. Okay. Oh, zum Teufel bin ich hier. So, hier kann ich hoch. Okay. Wer baut solche Sachen hier? Ein Netzwerkablink, okay. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Schauen wir mal. Ah, okay. Weiter geht's. Ich meine, das ist jetzt die erste Brutstätte, die ist noch relativ human hier von den Gegnern her und so. Aber ich denke, je weiter das ins Spiel kommt, könnte das richtig heftig werden, was einen hier in diesen Brutstätten erwartet später. Das ist ja schließlich tiefes Feindesland hier. Ich glaube, die Maschinen bauen sich selber. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auftragen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Mhm. Es stimmt also. In diesen Orten werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Das ist riesig hier, Mann. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Begib dich zum Brutstättenkern.
ich hier rüberspringen? Ich glaub's nicht. Oh, da kommt einer. Zack. Oh, fuck. Wow. Oh, jetzt krieg ich gleich Ärger. Jetzt werden die Gegner ein bisschen fetter. Scheiße. Na geil. Na okay, jetzt ist vorbei mit Schleicherei hier. Ah, jetzt gibt's auf den Sack. Komm, 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 komm. Ah, Scheiße. Ich stand doch hinter einer Deckung. Warum zählt das denn nicht? Ich sehe nix. Okay, jetzt hilft nur noch stupides Draufkloppen hier. Na, komm, komm, komm. Wir leben noch. So, ich fürchte mal... Nee, hier muss ich hin. Okay. Ich sehe so. Ah, hier. Gut vorbereitet sein. Na gut, dann rennen wir jetzt einfach mal straight gen Kern quasi.
Jeha. Achso, ich dachte, das wären Läufer. Oder Wächter oder was auch immer. Ich bin fast im Herzen. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da gleich erwartet. Überbrücke den Kern. Okay, das scheint jetzt so ein bisschen Oblivion-mäßig zu sein. Nur überbrücken kann. So, also sie werden aus Licht gespannt. Ich kann aus allen Richtungen Signale. Oh oh. Er stellt gerade einen Feuerbrüllrücken her. Lass mich raten, den muss ich platt machen. Oh. Was soll ich denn jetzt hier wo überbrücken? Das ist was Lilanes. 31% Handhabung, nicht schlecht. Aber wo soll ich denn jetzt hier... Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Na. Ach Mann, ist doch jetzt doof. Wo ist denn jetzt hier diese Überbrückungsgeschichte? Das ist der Feuerbrüllrücken. Und da komme ich ja auch nicht dran. Ah, da oben anscheinend. Ah, ja, ich sehe schon. Alles gut. Zack, reingesteckt das Ding. Na, komm schon. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anderes habe. Nee, klar. Boah, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Na gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen fighten hier. Fight for your right. Aua. Oh mein Gott, ich krieg jetzt richtig auf den Sack. Thank you.
Das scheiß kleinen App. Mein Gott. Oh, bitte, lass mich kämpfen. Gib mir doch eine Chance. So, erstmal diese kleine Kruppzeug hier weghauen. Mann, nerv mich nicht. Komm schon, beweg dich. Warum springe ich eigentlich immer ins Feuer? Oh, bitte! Ein Schlag tot. Ich kann ja mal hier diese Seilgeschichte versuchen. Mann, was hält der Typ alles aus? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch schon mal welche von dem gesehen. Aber der ist ja richtig übel hier. So. Arschloch. Meine Fresse. Mehr kann ich nicht tragen. Seriously. Seriously. Das Purple-Ding kannst du nicht mehr mitnehmen, oder was? Du dumme Nuss. Kann ich denn vielleicht meine Herstellungskapazität erhöhen? Natürlich nicht. Ach, scheiße. Ich sollte ein paar von diesen Modifikationen verkaufen. Kann ich eh nicht alle gebrauchen. Boah, das war heftig. Okay.
Du hier? Überbrücken. Okay. Informationen über Maschinen. Das hilft mir, sie zu überbrücken. So, der erste Kern ist überbrückt. Das war Brutstätte Sigma. Ah, Überbrückung freigeschaltet für diese Mobs, die da rechts gerade eingeblendet waren. Das heißt, die konnte ich vorher nicht überbrücken. Und jetzt habe ich quasi gelernt, wie ich sie überbrücken kann. Okay. So, jetzt muss ich hier gerade wieder raus und dann soll es das auch gewesen sein. Ach, guck an. Da sind wir schon draußen. Okay. Boah, das war echt heftig. Und das war erst der erste. Wie gesagt, da werden noch ein paar schwierigere Brutstätten kommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Endkampf in so einer Brutstätte stattfinden wird. Das war schon ziemlich endkampfmäßig jetzt. Was höre ich denn hier? Hört sich an wie ein Langhals. Na gut, ich renne jetzt erstmal zu dem Feuer, was hier irgendwo sein muss. Und dann gucken wir im nächsten Teil mal. Ich glaube, ich höre hier einen Langhals rumspazieren. Aber der Teil hier ist schon wieder wahnsinnig lang geworden. Darum danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wart genauso beeindruckt von dieser Brutstätte wie ich. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.